Willkommen, liebe Zuschauer, zu Weitblick die Welt von innen. Und ein herzliches Willkommen natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Freunde von Kirche in Not, hier in der Gebetsstätte Marienfried in Pfaffenhofen an der Roth. Herzlich willkommen. In unserer heutigen Sendung, bei unserer heutigen Veranstaltung, geht unser Blick in zwei Weltregionen. Zum einen nach Nigeria. Nigeria ist ein Land, das seit Monaten von einer blutigen Welle der Gewalt überzogen wird. Es gibt viele Anschläge, vor allen Dingen auch gegen Christen und ihre Kirchen. Und zum anderen wollen wir in den Nahen Osten schauen, um zu ergründen, wie groß die Gefahr ist, dass der sogenannte arabische Frühling, zumindest für die Christen, umschlägt in einen tiefen Winter. Zu uns gekommen ist aus Nigeria Erzbischof Ignatius Ayau Kaigama. Herzlich willkommen. Erzbischof Kaigama ist Leiter der Diözese Jos im Herzen Nigerias im Bundesland Plateau. Er ist international bekannt für sein Engagement in Sachen Frieden und Versöhnung. Und er ist vor allen Dingen auch seit März 2013, Vorsitzender der katholischen Bischofskonferenz in Nigeria. Herzlich willkommen, Exzellenz. Aus Kairo ist zu uns gekommen Monsignore Joachim Schrödel. Auch Ihnen ein herzliches Willkommen. Monsignore Joachim Schrödel ist Seelsorger für die deutschsprachigen Katholiken in Ägypten, aber darüber hinaus auch im gesamten Nahen Osten, also in anderen Ländern wie Syrien zum Beispiel oder Israel, Palästina, Libanon. Schauen wir zunächst nach Nigeria, Exzellenz. Ich habe gelesen, in keinem anderen Land der Welt können so viele Menschen den Koran auswendig wie im Norden Nigerias. Und fast nirgendwo sonst auf der Welt gehen so viele junge Männer ins Priesterseminar wie im Süden Nigerias. Offensichtlich ist Religion in Nigeria sehr wichtig. Warum ist das so? Thank you. Die Religion macht uns zu Nigeriern. Wir nehmen die Religion überall mit, auf den Markt, in die Schule, in die Freizeit. Darum ist die Religion so wichtig. Wir sind ein sehr religiöses Volk und die Tradition, von der Tradition her, haben wir eine tiefe Spiritualität, schon lange bevor das Christentum gekommen ist. Und das Christentum hat auf diese traditionale Spiritualität aufgebaut, auf dieses Fundament. Bei uns im Westen, wenn wir an Afrika denken, dann denken wir oft an die vielfältige, reichhaltige Natur, die es dort gibt. Kann die Religiosität dort auch etwas zu tun haben mit der engen Naturverbundenheit der Menschen? Yes, nature is a creation of God and it's so beautiful. Ja, die Natur ist sehr schön und wenn wir die Natur anschauen, dann sind wir dazu geneigt, den Schöpfer zu preisen und zu loben. In Afrika hatten wir Götter für verschiedene Bereiche des Lebens. Für alle Bereiche des Lebens gab es einen Gott, für die Fruchtbarkeit, für das Land und so weiter. Und wenn wir die Schöpfung anschauen, dann ist man natürlicherweise dazu geneigt, zu denken, dass jemand das geschaffen hat und dass wir ihn loben sollen. Und dass es eine Kraft hinter dieser Schöpfung gibt. Als das Christentum und der Islam kamen, dann hat man uns gelehrt, dass es einen Gott gibt, an den wir glauben sollen, den allmächtigen Gott, der alles erschaffen hat. Und deshalb sind wir jetzt entweder Christen oder Muslime. Herr Erzbischof,
Religion ist also sehr wichtig in Nigeria. Zugleich weiß man aber, dass dort die Vielfalt der Religionsgemeinschaften auch so groß ist wie fast nirgends sonst. Allein christliche Gemeinschaften zählen in die Tausende. Wie kommt das? Well, religion is an expression of a particular spirituality. We are aware that Christianity was one, but die Religion ist ein Ausdruck der Spiritualität. Die Christen waren einmal eins, aber durch die Spaltungen, die es gegeben hat, hat es Trennungen gegeben und es gibt verschiedene Gruppen. Es gibt die Freikirchen, die charismatischen Gruppen, die Pfingstgruppen in Nigeria. Und manche sagen, dass die manche Leute andere Wege suchen, weil sie unzufrieden sind mit dem, was sie erleben in ihrer Kirche. Oder sie suchen einfach mehr oder wollen das Gott auf andere Weise loben. Auch im Islam gibt es verschiedene Sekten. Der Islam ist auch nicht eins. Und deshalb ist es nicht so einfach, diese Sekten immer zu kontrollieren und zu bestimmen, was da gemacht wird. Religion ist sehr wichtig in Nigeria. Wenn man die Religion wegnimmt, nehmen würde, wäre das ein Problem. Und wenn man die Religion nach Nigeria bringt, dann ist das auch ein Problem. Take away religion in Nigeria, there is a problem. Bring in religion in Nigeria, there is a problem. Auf diese Probleme wollen wir gleich näher eingehen. Jetzt zunächst die Frage an Sie, Monsignore Schrödel. Sie leben am nördlichen Rand Afrikas. Ist das auch noch eine Region, in der Religion lebendig ist? Ja, freilich. Wir sind auch Afrikaner, auch wenn wir eine andere Hautfarbe haben. Die Ägypter verstehen sich auch nicht wirklich als Afrikaner, aber weiß Gott, als religiöse Menschen. Wenn fünfmal am Tag der Muezzin zum Gebet ruft und 90% der Bevölkerung Muslime sind, etwa 10% sind Christen, dann sagt es schon was aus. Die Muslime sind in den letzten 20, 30 Jahren noch praktizierender geworden. Ich überblicke jetzt mal 18 Jahre und sehe, dass sich auf den Straßen der Stadt fünfmal am Tag bei den Rufen zum Gebet einfach viele, viele Menschen versammeln, in den Moscheen, die dann sowieso voll sind, aber eben auch auf den Straßen, weil die Moscheen nicht mehr ausreichen, weil sie zu klein geworden sind. Zur gleichen Zeit mache ich das und einige Christen mit mir, ebenso, dass wir sagen, wenn der Muezzin zum Gebet ruft, können wir wenigstens innehalten und vielleicht ein Vaterunser beten. Also der Muezzin ruft auch uns zum Gebet in gewisser Weise. Und ich kann auch noch dazu sagen, dass es ganz interessant ist, dass ich immer wieder erfahre von Deutschen, Deutschsprachigen, die bei uns in der Gemeinde sind, die sagen, also eigentlich bin ich ja gar nicht so religiös gewesen in Deutschland. Ich bin zwar auch katholisch, aber na, zweimal im Jahr halt. Ja, das gibt's. Aber durch die Herausforderung des Islam, wenn fünfmal am Tag der Muezzin ruft, habe ich auch angefangen zu denken. Und ich möchte eigentlich meinen Glauben wieder neu beleben. Also mit anderen Worten, die Religiosität unseres Ortes Ägypten bringt zum Vorschein die etwas verdorrte Religiosität eines Europäers oder eines deutschsprachigen Christen. Hochinteressant, dass da auch eine Wirkung ist, die quer durch die Kulturen läuft. Nun sagen manche Beobachter allerdings auch, dass das Erscheinungsbild des Islams der Gesellschaft etwas konservativer geworden sei. Man beobachte heutzutage mehr verschleierte Frauen auf den Straßen als noch vor 20, 30 Jahren etwa. Teilen Sie diese Auffassung? Ja, das lässt sich anhand der Überprüfung von Film- und Fernsehaufnahmen der letzten 30 Jahre schon beweisen, dass es in der Tat so ist. Wobei ich mit dem Wort konservativ und progressiv, mit diesen Worten, handle ich sowieso nicht mehr so ganz, denn das trifft ja dann auch mich als Christen und wie oft werden Christen, die als solche auch in Erscheinung treten, als konservativ labelisiert, also gebrandmarkt. Ich würde mal sagen, man hat in den letzten Jahren im Islam, das will ich erstmal wertneutral sagen, gespürt,
dass die bis dahin praktizierte Religiosität einfach nicht ausreichte, sondern dass man gesagt hat, wir müssen wieder eigentlich islamischer werden. Das will ich sehr wertneutral erstmal sagen. Also es wäre genauso, wenn wir in Deutschland sagen würden, ja, wir sind zwar irgendwie katholisch, aber wir sollten mehr zeigen, dass wir katholisch sind. Nicht nur durch das Umhängen von Kreuzen, das ist ja meistens ein Modeaccessoire, sondern eben auch durch unser ganz normales Handeln hier vor Ort. Also die Verschleierung der Frau etwa, die hier oft von, jetzt nehme ich doch mal das Wort, von progressiven Kreisen so als Unterdrückung der Frau angesehen wird, da muss man viel genauer hinschauen, das ist nicht so. Oftmals sagen das Frauen durchaus, sie sagen, das ist eben meine islamische Identität. Und ganz davon abgesehen, also auf dem Lande, wo ich ein bisschen groß geworden bin, im Rheinhessischen, hat man früher als Bauernsfrau vor 30 Jahren auch ein Kopftuch getragen. Das war ganz selbstverständlich. Also man darf da keine Ideologie draus machen. Und es ist auch in Ägypten auf weite Strecken keine Ideologie. Es gibt andere Formen, an denen sich ideologische, islamische oder islamistische Tendenzen dann festmachen lassen, aber nicht an diesen Äußerlichkeiten. Ich glaube schon, man sucht wieder nach Religiosität. In einer Zeit, in der alles technisiert ist und in einer Zeit, in den letzten 20 Jahren etwa, in denen der Westen natürlich immens gestärkt worden ist, immens reich geworden ist und die Ägypter, auch die muslimischen Ägypter, bleiben auf dem gleichen Status oder gehen noch minder herunter, kommt eben dann plötzlich die Aussage, die eigentliche Lösung unserer Problematik ist die Religion. Und auf Arabisch heißt es Al-Islam al-Hal, der Islam ist die Lösung. Und genau das ist das Motto der Muslimbrüder. Zurück zu Nigeria. Herr Erzbischof, Nigeria wird seit Monaten von einer Welle der Gewalt überzogen, von blutiger Gewalt, von Terrorismus. Diese Gewalt geht von einer Gruppe aus, deren Namen man hier auch im Westen kennt, Boko Haram. Was sind die Ziele dieser Gruppe? Boko Haram is a new phenomenon in Nigeria. It is an Islamic group that originally intended to spread the message of Islam, which is normal. Boko Haram is